Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben über die beiden Kapitel Finanzierung und Investition aus dem Lehrbuch Einführung in die BWL und wir steigen einfach mal ein. Als erstes der Teil Finanzierung. Finanzierung, das bezieht sich ja auf alle Aktivitäten, die Einfluss auf den Umfang oder die Zusammensetzung des auf der Passivseite der Bilanz aufgeführten Kapitals haben. Und damit Sie sich das ein bisschen plastischer vorstellen können, habe ich hier die Abbildung zur Bilanz aus dem Kapitel Rechnungswesen nochmal rausgezogen. Wenn wir hier auf die Passivseite schauen, sehen wir, da haben wir Eigenkapital und Fremdkapital. Und das heißt, der Finanzierungsbereich bezieht sich eben auf diese beiden Posten. Und da haben wir es auch schon stehen. Finanzierungsprozesse beziehen sich auf diese beiden Kapitalposten. Wenn wir das geklärt haben, können wir versuchen, die Finanzierung einzuordnen in unser Gesamtdiagramm des betrieblichen Transformationsprozesses. Hier haben wir den mittleren Bereich mal rausgenommen, also den Kernprozess, den operativen Bereich des Unternehmens und was da dran gehört. Und da sehen wir, Finanzierung ist mittendrin und ist dementsprechend auch sehr wichtig, hat verschiedene Schnittstellen, mit denen die Finanzierung hauptsächlich zu tun hat. Einmal natürlich hier Eigen- und Fremdkapitalgeber. Klar, total wichtig, weil Eigenkapital muss irgendwo herkommen, Fremdkapital muss irgendwo herkommen. Eigenkapital ist eben Beteiligungsfinanzierung oder Selbstfinanzierung. Die Eigenkapitalgeber bekommen dann dafür als Entlohnung Gewinnanteile. Fremdkapital ist wieder was anderes, sowas wie Kreditfinanzierung oder Finanzierung aus Rückstellungen. Und die Fremdkapitalgeber erhalten dann im Gegenzug Zinsen als Entlohnung. Dann weitere Schnittstelle, klar, Kunden. Auf der ist schon hier extern vom Unternehmen. Kunden sind auch eine wichtige Schnittstelle zum Finanzierungsbereich, denn das Geld, das wir von Kunden erhalten als Gegenleistung für unsere Dienstleistungen, dient natürlich zu unserer Selbstfinanzierung. Dann, ganz wichtige Schnittstelle zur Finanzierung ist hier die Leistungserstellung. Warum? Klar, der Leistungserstellungsbereich, unser Kerngeschäft, unser operatives Kerngeschäft, das gibt natürlich vor, was wir denn überhaupt an Finanzierungsbedarf haben. Könnte es zum Beispiel sein, dass unser Geschäft so stark boomt, dass wir zusätzliche Investitionen tätigen, die über das hinausgehen, was wir uns leisten können und deswegen brauchen wir vielleicht Fremdkapital. Das wird vorgegeben durch den Bereich der Leistungserstellung. Schließlich noch eine wichtige Schnittstelle hier zur Investition. Klar, der Finanzbereich gibt vor, was wir denn überhaupt maximal an Investitionen tätigen können. Dann, nicht farblich markiert, aber auch eine wichtige Schnittstelle zur Finanzierung ist klar das externe Rechnungswesen. Wo finden wir da im Rechnungswesen, im externen Rechnungswesen die Finanzierungsprozesse? Einmal in der Bilanz, denn in den Posten Eigenkapital und Fremdkapital sehen wir dann am Ende des Jahres, wie viel insgesamt unser Bestand jeweils ist an diesen Kapitalposten. Dann haben wir noch die Gewinn- und Verlustrechnung. Da haben wir insbesondere das Finanzergebnis, was uns was über die Finanzierungsprozesse aussagt. Und dann noch die Cashflow-Rechnung. Da sehen wir dann, was die entsprechenden Ein- und Auszahlungen waren, die mit unserer Finanzierungstätigkeit zu tun haben. Gehen wir noch ganz kurz darauf ein, was für verschiedene Formen der Finanzierung es gibt. Wir können einmal unterteilen nach der Rechtsstellung der Kapitalgeber. Da haben wir einmal die Eigenfinanzierung. Das bedeutet, dass es sich um Kapital handelt, das von Eignern des Unternehmens zur Verfügung gestellt wird. Und dann haben wir hier die Fremdfinanzierung. Das ist dann eben Kapital, das von Gläubigern des Unternehmens zur Verfügung gestellt wird. Auf der anderen Seite hier unten können wir unterscheiden nach der Herkunft der Finanzmittel. Also haben wir dann einmal die Innenfinanzierung. Das ist dann Kapital, das vom Unternehmen selbst erzeugt wurde, von innen heraus quasi. Und dann haben wir noch die Außenfinanzierung, also von Kapitalgebern. Das ist Kapital, das von außen kommt, also außerhalb des Unternehmens generiert wird. Und das hier ist nichts anderes als ein simples Matrixdiagramm. Können dann eben diese zwei Kategorien jeweils kombinieren zu vier verschiedenen Kombinationen. Und hier oben sehen Sie dann, haben wir Selbstfinanzierung, oben rechts haben wir Beteiligungsfinanzierung, unten links haben wir Rückstellungsfinanzierung. Unten rechts die Kreditfinanzierung. Und was ganz schön ist bei dem Diagramm, haben wir noch bei jedem Posten angezeigt, auf welchen
auf welchen Posten in der Bilanz sich denn diese Art der Finanzierung bezieht. Also Selbstfinanzierung bezieht sich auf Rücklagen, Beteiligungsfinanzierung auf das Stammkapital, Rückstellungsfinanzierung bezieht sich auf Rückstellungen und Kreditfinanzierung bezieht sich auf Verbindlichkeiten. So, viel weiter wollen wir gar nicht einsteigen in das Thema der Finanzierung, sondern gehen jetzt über zur Investitionsrechnung oder der Investitionsbereich. Grundsätzlich, worum geht es hier? Das sind alle Aktivitäten, die sich auf den Umfang und die Zusammensetzung des in der Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens auswirken. Auch hier habe ich hier nochmal die Bilanz abgebildet. Anlagevermögen ist hier auf der Aktivseite eben Sachen wie Maschinen, Gebäude, größere Anschaffungen halt. Ne? Alles, was damit zu tun hat, fällt in die Investitionsrechnung. Wie ist es einzuordnen? Da sind wir wieder beim gleichen Bild wie eben. Wir sind immer noch ziemlich mittendrin in unserem betrieblichen Leistungsprozess, direkt neben der Finanzierung. Was sind da die Schnittstellen? Einmal ganz wichtige Schnittstelle hier, Leistungserstellung. Klar, unser Leistungserstellungsbereich, unser Kerngeschäft gibt uns natürlich vor, was wir denn überhaupt einen Bedarf an Investitionen haben. Das gleiche Beispiel wie vorhin, wenn wir einen großen Auftrag kriegen oder eine super Auftragslage haben, dann müssen wir vielleicht unsere Kapazitäten ausweiten und das erfordert bestimmte Investitionen. Und somit gibt uns der Leistungserstellungsbereich vor, wie viel an Investitionen wir denn tätigen sollten, was für einen Bedarf wir haben. Dann wichtige Schnittstelle, genau, natürlich umgekehrt wie vorhin, ist die Finanzierung. Der Finanzbereich gibt natürlich vor, was wir an maximalen Investitionen tätigen können. Und klar, Lieferanten sind auch eine wichtige Schnittstelle für den Investitionsbereich. Fast schon trivial, denn die Investitionsgüter, die wir benötigen, die müssen ja auch irgendwoher angeschafft und geliefert werden. Und das sind eben unsere Lieferanten. Also wenn wir irgendeine Maschine kaufen wollen, eine neue Lichtmaschine für einen großen Event, muss die ja irgendwo herkommen. Und das sind eben die Lieferanten. Daher, das ist die wichtige Schnittstelle für den Investitionsbereich. Und auch hier gehe ich nochmal kurz darauf ein, was denn der Zusammenhang zum externen Rechnungswesen ist. Einmal haben wir da den Zusammenhang zur Bilanz. Klar, haben wir Anlagevermögen als separate Zwischensumme, also der Gesamtwert aller Maschinen und Gebäude am Ende des Jahres als Bestand. Dann in der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir dann eben das Betriebsergebnis und das Finanzergebnis, sagen uns auch beides jeweils was über Investitionsprozesse aus. Und in der Cashflow-Rechnung steht auch was über die Investitionsrechnung drin, nämlich was uns unsere Investitionstätigkeiten für Einzahlungen gebracht haben und für Auszahlungen verursacht haben. Dann möchte ich jetzt noch kurz darauf eingehen, wie denn bei der Investitionsrechnung vorgegangen wird. Wenn Sie dieses Bild sehen, denken Sie ganz hoffentlich an Entscheidungsrechnung. Das hier ist nichts anderes als eben ein konkretes Diagramm zur zur rationalen Entscheidung, zur Entscheidungsfindung. Klar, alles fängt an im Bereich Planung. Irgendwoher kriegen wir die Anregung zur Investition. Also zum Beispiel sagt die Geschäftsleitung, unsere Auftragslage ist so gut, wie wäre es, ein paar neue Maschinen anzuschaffen. Dann sind Sie damit beauftragt und müssen Investitionsalternativen ermitteln. Das heißt, Sie gucken sich den Markt an, was gibt, und dann identifizieren Sie vielleicht drei Lichtmaschinen, die geeignet wären. Für diese drei Maschinen, die Sie identifiziert haben, ermitteln Sie dann die relevanten Investitionsdaten, also die Daten, die Sie benötigen, um rational Aussagen über die Vorteilhaftigkeit dieser Investition zu machen. Das ist eben Investitionsauszahlung, also was uns das ursprünglich kostet, Anschaffungspreis, Nutzungsdauer, also nach wie vielen Jahren können wir damit rechnen, dass die Maschine zusammenbricht, Rückflüsse, was die Investition uns an Rückflüssen bringt, und Liquidationserlös. Mit was für einem Verkaufserlös können wir am Ende der Nutzungsdauer denn noch rechnen? Das ist schon alles, was es zur Planung gibt. Dann sind wir schon bei der Entscheidung. Wenn wir eben die Daten zu den verschiedenen Alternativen aufgestellt haben, geht es an die Investitionsrechnung. Das heißt, wir beurteilen monetär, welche Investitionsalternative vorteilhaft ist, sowohl absolut als auch relativ. Da gibt es die verschiedenen Methoden der statischen Investitionsrechnung, der dynamischen Investitionsrechnung. Da wählen Sie ein geeignetes Verfahren aus, rechnen es durch und gelangen dann eben zur qualitativen Beurteilung, sagen nämlich,
Maschine 1 und 2 sind absolut gesehen vorteilhaft, und aber Maschine 2 ist nochmal besser als Maschine 1, also relativ vorteilhaft. Und dann legen sie sich eben fest auf ein bestimmtes Investitionsprogramm, sind fertig mit der Entscheidung, kommen dann zur Realisierung, müssen dann die Investitionen durchführen und am Ende und zwischendurch, ganz wichtig, die Kontrolle, immer wieder müssen Daten erhoben werden, soll und ist verglichen werden. Ist die Maschine denn wirklich so wirtschaftlich, wie sie sein sollte? Bringt sie die Rückflüsse, die wir erwartet haben, und so weiter und so fort. Das war's schon mit meinem kurzen Überblick zu den Bereichen Finanzierung und Investitionen.